Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern. Und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Heute in Weiß. Ja, es hat tatsächlich ein bisschen geschneit. Der Winter hat Einzug gehalten. Und wir wollten heute eigentlich die Schafe, wie man es im Hintergrund ein bisschen sehen kann, neben meiner Glatze, wollten wir auf eine andere Weide bringen, einzäunen und auf eine andere Weide stellen. Haben uns aber dann kurzerhand entschlossen, nee, machen wir doch nicht. Heute ist der Tag, an dem wir die Schafe nach Hause treiben und in den Stall bringen, bei den anderen drei Schäfchen, die ja schon da sind, und die zwei Ziegen. Ja, und deswegen wollen wir gleich losgehen und das ein wenig in Bild und Ton festhalten. Okidoki, bis gleich. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Schäfchen gehen in die richtige Richtung, das ist gut. So, kleiner Zwischenstopp auf der Höhe. Der Schäfer Mario unterwegs zu seinem Nachhause oberhalb von seiner Heimatgemeinde Kuhndert. So, noch ein kleines Stück durch den Wald und unten sieht man schon die Straße, die müssen wir gleich überqueren. Hoffentlich geht alles gut und dann sind wir schon am Haus angekommen. Wie ihr seht, sind wir am Ortseingang von Kuhndert angekommen. Ja, hallo, zum Ende des Schafehütens und Umtreibens. Wir sind alle Mann und Maus und Tier gut im Stall angekommen. Hier kann man sehen, die neue Heuraufe, die Gitterbox. Da haben sich alle Schafe drum versammelt, die drei, die hier waren und die anderen, die dazugekommen sind. Und ja, hat alles super funktioniert. Ich hatte eine sehr gute Helferin an meiner Seite und ja, ein voller Erfolg. Und jetzt bin ich froh, dass die Schafe im Trockenen stehen und gutes, trockenes Heu permanent fressen können. Ich werde die Rauf auch gleich auffüllen. Und dann nach Belieben können die Schafe hier rausgehen auf die Weide und alles ist gut. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, wie immer. Gehabt euch wohl und ich wünsche euch was. Tschö.